Handelseinfluss, ja, die haben vielleicht keinen Handelseinfluss mehr, glaube ich. Viel Geld könnt ihr noch nehmen, nehmen wir einfach mal. Hat leider nicht so gut geklappt. Können wir schon wieder neu starten, ja? Noch nicht. Ich hatte extra 16.000 Truppen gemacht, aber das hat noch nie ausgereicht. Ja bitte, ich kann neue Gebäude bauen. 16, dann kommen wir. Sachsen, kannst du dich mal verpissen? Woher müsst ihr noch fliegen können? Jetzt bin ich weg. Oh. Oh, blöd. Gut, dann können wir jetzt ja beenden und neu starten. Geil. Muss doch machbar sein. Nein! Klar, das muss machbar sein. Ja, klar ist das machbar. Du hättest den Krieg erklären müssen. Hab ich doch. Ja, und auch gewinnen. Ja, das ist ein paar Verbündete finden vielleicht. Ich will ja keine Verbündete als Vasallen. Außer andere Vasallen. Nein, da gab es einen Button Unabhängigkeit unterstützen. Wenn du den Krieg erklärst, helfen die dir dann, die unterstützen. Hab ich doch gesagt. Hör mir noch mal zu. Den hab ich nicht gefunden. Ja, dann brauchst du einen DLC dafür. Ja, geil, gut, dann fangen wir jetzt neu an, hey. Beendest du jetzt mal deine Pause? Jetzt beende halt die Pause. Kannst nichts mehr machen. Hab ich doch. Nee, hier steht schon Pause. Bin schon rausgegangen. Es sagt er halt nicht, ne? Kannst du mal rausdenken. Ich habe nicht Pause gemacht, das hat das Spiel automatisch gemacht. Du findest entweder ein Land, wo du länger als 2 Minuten überlebst, oder irgendeine Insel stark. Ja, jetzt reg dich mal nicht so auf. Ja, was? Ich war gerade am Gewinnen. Was soll das, die Scheiße? Und kauf dir mal alle DLCs. Oder schenk mir alle DLCs, viel besser. Ja, ich schenk dir alle. Viel bessere Idee. Gut, kannst ja Böhm nochmal nehmen. Nee, hab ich schon, langweilig. Kann ich nehmen. Langweilig, sagt er jetzt. Ja, habe ich schon durchgespielt mit. Irgendwas, was interessant, aber nicht komplett. Woran sehe ich denn, ob das ein Vasall ist oder nicht? Ist oben links also das Land. Und dann bist du noch kein Vasall. Aber du wirst doch schnell einer. Ich sehe das ja. Diplomatie. Also ich kann das Land gar nicht anklicken. Ich weiß nicht, ob du ein Vasall bist. Doch, ich kann Marokko nehmen und sehe, du bist ein Vasall. Ja, 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 genau. Okay, ich könnte Dänemark nehmen. Na, zu viel Schiffsscheiße. Wohlstand bescheuert. Der Fino wird eh wieder nur irgendein Kackland nehmen. Och Mann, Europa ist mir zu kompliziert. Ja, nimm halt irgendwas anderes, wo du nicht sofort wieder stirbst. Das war jetzt blöd wegen Vasallen, sonst... Sonst wäre es auch nicht anders gelaufen. Sonst wäre es besser gelaufen. Nein, was nehme ich denn dieses Mal? Nehme ich nochmal Böhm? Habe ich schon gespielt, ist langweilig. Ich könnte mal Mailand nehmen. Mailand ist aber auch scheiße. Wobei das billige Idee natürlich schon geil ist. Nein, Amerika nehme ich nichts. Schwierig. Wie wird Kongo und Äthiopien vorgeschlagen? Ist Kongo überhaupt schon? Äthiopien habe ich doch auch schon gehabt. Also im Singleplayer. Kongo gibt's da noch gar nicht, oder?
Beispiel, was nimmst du jetzt? Token? Nee. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Was nimmst du denn? Weiß ich auch nicht so genau. Wie kommt denn Litauen? Dann nehme ich nochmal Böhmen. Achso, warte mal, da fällt mir was ein. Gibt's das schon? Das gibt's hier noch gar nicht, ne? Was? Oder ich nehme einfach mal das Osmanische Reich. Dali gibt's hier noch gar nicht. Oder wie das heißt. Nimm doch einfach mal Malediven. Nee, ich will nicht so weit weg von Europa. Oh, Ansprüche stellen. Ne? Dann nimm doch Zypern. Das Mamelukenreich, garantiert dir sogar. Nee. Sind auch blöd. Portugal, da kannst du ein bisschen mit Kastilien machen und hast deine Ruhe. Du kannst versuchen, die neue Welt zu kolonisieren. Das ist alles nicht so. Was nenn ich denn? Ich kann mich nicht entscheiden. Ist nicht so das, nicht so das Wahre. Inka, als ob. Ja, Österreich ist kacke. Österreich ist kacke. Könnte mal Brandenburg nehmen. Oder nochmal Böhmen. Ich glaube, ich nehme nochmal Böhmen. Oh, die Krim, sehr gut. Vielleicht kriegst du ein Bündnis mit dem Osmanischen Reich. Oder kriegt die Krim das? Ne, ich glaube nicht, die ist nicht so niedrig. Nimm doch mal Moskau. Ich weiß nicht. Ming ist doch angeblich recht stark, aber ist halt weit weg. Ja, Ming hatte ich auch schon mal überlegt, aber wie gesagt, ist weit weg, ja. Nimm doch mal das Osmanische Reich. Nimm doch mal Kastilien. Auch schon ein bisschen. Das Kirchenstaat. Ja, bis du dann verschwindest von der Karte. Hat man auch Probleme. Den Witz kenne ich schon, der ist nicht lustig. Was nimmst du jetzt? Wahrscheinlich Böhmen, wieso? Böhmen? Was willst du nehmen? Was nimmst du denn jetzt? Ja, ich weiß auch noch nicht. Ist echt schwierig manchmal. Oder soll ich wirklich mal Kirchenstadt nehmen? Oder doch? Nee, Zypern wolltest du ja nicht. Nee, Zypern wollte ich jetzt nicht. Wirst du mit Portugal? Oder nimm doch mal Dänemark. Da hast du Norwegen und Schweden als Vasallen. Das kann Nokro drauf, nee. Alles. Die haben so Händlerzeug, ne? Ja, nee, das wollen wir nicht. Konnte man nicht irgendwo auch die militärische Stärke sehen? Ja, wenn du auf Land gehst. Ach so, stimmt. Dann mal Land. Wo war das jetzt nochmal? Die jetzt alle einfach irgendwelche wilden Kombinationen in den Chat schreiben von Ländern, die es gar nicht gibt. Ach da. Nimm doch mal Byzantisches Reich. Soll ich vielleicht doch Litauen nehmen? Okay. Was hast du jetzt genommen? Machen wir das. Wo ist das? Was hast du in genommen? So ein Kackland. Was ist das für ein Land? Ist das wieder so ein, du verschwindest nach 2 Minuten Land? Ich bin unabhängig, auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Wo liegt dieses Yao? Wieso kann ich hier nicht nach Ländern suchen? Ach, da geht's doch. In der Mitte von Afrika. Oh Gott. Na toll, das wird wieder in 5 Minuten spielen. Warum denn? Er fragt auch noch. Vollständige Kernprovinz.
Ja, gut. So können wir dann, ja? Pornogal. Junge, weiß nicht, was ihr jetzt alle für Wahnvorstellungen habt. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal alle bannen. Außerdem muss ich doch jedes Land mal durchspielen. So funktioniert Durchspielen nicht. Nicht? Dachte. Alle Spiele sind angekommen. Ja, das ist schön. Mach dieses Fenster weg, danke. Ich konnte es die ganze Zeit nicht wegmachen. Hier erstmal so Bündnis. So, ja. Mit wem mache ich dann Bündnis? Und dann wollen die kein Bündnis mit mir. Schon mal schlecht. Oh, die wollen mich überhaupt nicht. Und die wollen mich noch weniger. Ach du Scheiße. Orden machen wir mal. Dänemark ist mir egal. Das könnte man. Oder Brandenburg? Das könnte man probieren. Sachsen. Machen wir gleich. Möchtest du ein Bündnis? Nein. Bayern möchte ein Bündnis mit mir. Ich dachte, du wolltest nicht wieder Böhmen. Jetzt hast du doch Böhmen. Ja, wieso? Ich spiel doch jeden 5 Minuten wieder vorbei. Nationsproduktion, klar, warum nicht? Effizienz, klar, nehmen wir. So, nehmen wir das. Und die beiden muss ich anscheinend angreifen. Hier ist wieder so tut, als würde er Kriege planen. Wie damals Hitler, der die Vision verschob, die er gar nicht hatte. Wollen wir Mali vielleicht auch noch? Das wird schwierig. So ein Hype, den annektieren. Sehe ich Delfino? Ich sehe Delfino ja nicht mal. Naja, muss ich mir das Elend wenigstens nicht anschauen. So, startest du mal oder willst du noch 2 Stunden in der Pause spielen? Ja, ich starte gleich. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Oh, das ist mit Österreich verbunden. Rivalität, das ist nicht so geil. Ja, die beiden auf jeden Fall. Was tust du denn da? Du hast gar nicht das Land, um so lange zu planen. Hallo? Bin ich das Schnellste, das weißt du. Die vielleicht Litauen, nein, weiß nicht. Brandenburg will ich aber nicht wieder mit Brandenburg. Bayern könnte ich machen. Ne, wo ist es? Nämlich Bayern. Ja, piss dich mal. Kann ich die Annexionisierung anbieten? Ja, nicht so, würde ich sagen. Ja, ich glaube nicht. Sie verbessern. Der Staatsehen, bitte. Ja, ja. Staatsehe, Staatsehe, Staatsehe. Überall Staatsehen für alle und jedermann. Ah, dieses Mal ist also. Wollen kein Bündnis mit mir. Eine Staatsehe würden sie schon machen. Naja. Ja, mach doch das erstmal. Ich? Ne, ich habe ja schon 2 gute Verbündete. Na dann. Ich weiß ja nicht, Delfino, der. Irgend so ein Kackland probiert. Ich habe nur einen Kackherrscher. Nee, das muss ich dann Truppenlimit bringen. Egal, morgen ist ja Ruhe im Chill, wenn ich Siedler 1 spiele. Wobei, das wird wahrscheinlich eh bald ein Vasall von Dings sein. So wie sie das gehört. Vielleicht soll ich einfach gar nichts machen, bis Delfino gestorben ist. Lohnt sich eh nicht, was zu machen. Nee.
Also wenn ich jetzt wieder schnell sterben sollte, dann nehme ich irgendwas Stabileres. Damit du nicht andauernd anfangen musst. Osmanische Reich, 2 Jahre später. Das Osmanische Reich existiert nicht mehr. Dann sollte ich gar keinen Multiplayer mehr spielen. Ich finde es auch schön, dass er gesagt hat, nee, das ist mir zu weit weg von Europa und dann irgendwas in der Mitte von Afrika nimmt. Weil es ja nicht weit weg von Europa ist. Ja. Nicht so weit weg wie Ming. Ja, aber Ming ist halt ungleich stärker mit ihren 20 Vasallstaaten und. Ja, ich nehme dann Ming, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Ah, wieso ist denn Dänemark mit England verbündet, okay? Oh, schöner Thronfolger. Also sollte ich nicht gleich das Jesuiten-Scheiß bekommen? Scheiße. Oder ich könnte Brandenburg dann mal wählen. Und? Der Wiener ist doch schon verschwunden. Was ist das denn? Hallo? Oh, wirklich. Ist doch schon mal jemand gestorben. Jetzt heult hier nicht rum. Oder ich könnte Polen spielen mit Litauen. Nee. Vielleicht Brandenburg. Die Bündnispartner, die ich mir ausgesucht habe, die haben jetzt meine Gegner als Bündnis. Toll. Warte mal kurz. Dann wird das bestimmt was werden. Naja, manchmal ist ja mal. Kantilisten ist immer der richtige Weg. Immer mehr Kantilisten nehmen. Egal. Hey. Ja, hey, die haben jetzt nicht so die Mega-Armee. Ich hoffe, die lassen mich ein bisschen in Ruhe. Nee. ja. Hoffentlich lassen die mich in Ruhe. Auch schon schön mit den Renaissance, die nicht 1450 schon kam, das ist immer gut. So kriege ich jetzt mal diese Jesuiten-Scheiße da, nee, Husar-Jesuiten. Brandenburg hat Pommern den Krieg erklärt. Uff, Pommern verschwindet gleich, glaube ich. Nicht unbedingt. Doch, Polen ist nämlich mit drin. Ja, aber Pommern wird geschützt vom Heiligen Römischen Reich. Nein. Nicht? Nein, weil Brandenburg scheinbar auch im Heiligen Römischen Reich ist und mit Österreich verbündet ist. Okay. Ich ignoriere die das und. Okay, das ist. Ich habe das Gefühl, ich habe das hinbekommen noch, ja. Ja, dann. Fino macht einen auf, ich werde sterben. Mit technologisch massivem Rückstand wieder. Das kann sein, ja. Weil da unten werden ja auch die Institutionen irgendwie alle nur alle 5000 Jahre mal beigetragen. Ich muss mich halt hochkämpfen, ne? Das war mit Sus einfacher, sich hochzukämpfen, als jetzt mit. Also von der Reichweite her, ne? So. Ja, die Reichweite ist dein Problem, das hast du richtig erkannt. Nein, ich meine, ich bin jetzt weiter weg von Europa. Das will ich damit sagen. Warte, auch noch mal gucken. Aber die Aufnahme nimmt auf. Natürlich. Wie kommen diese kleinen Kackländer über diese Bündnisse mit diesen Dingern?